So, meine Freunde, ich glaube, die haben wir rattenstark fertig gemacht. Wie ihr Meinung seid, dass ich haushoch gewonnen habe gegen die ganze Heerscharen von diesen Verrückten, da schreibt ihr rattenstark wieder in die Kommentare. Das habt ihr letztes Mal sehr gut gemacht. Rattenstark. Ich gebe jetzt weiter mit was trinken. Bis zum nächsten Mal. Hallo? 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 Ja, guten Tag, Martin Lorenz hier, Energieunternehmen Goldgas Hamburg. Roland Lederer würde ich ja mal gerne sprechen. Das ist ein Telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Herr Lederer, sind Sie momentan unterwegs oder zu Hause, wenn ich fragen darf? Ich bin zu Hause. Ja, holen Sie mal bitte einmal Ihre Gas- und Stromunterlagen. Ich warte gerne am Telefon, okay? Was soll ich machen? Ihre Gas- und Stromunterlagen jetzt sofort einmal holen. Ich warte am Telefon. Das ist ganz, Ah. ganz wichtig. Das muss heute gemacht werden, Herr Oh, Lederer. ja, Moment, bitte. Ja, einmal die Gasunterlagen speziell holen, bitte. Ich warte gerne am Telefon. Ich werde nach Stunden bezahlt. Das ist gar kein Problem, okay? Jawohl, jawohl, einen Moment bitte, Herr General. Okay. Ich warte am Telefon. Kein Problem. Wo ist meine Unterlagen? Wo hast du das hingetan? Das ist wichtig. Wo ist das? Ist das das hier? Danke. Bring mir noch ein Bier, Bruder. Bring mir noch ein Bier. Hallo, Chef. Ja. Hallo. Ja, bitte, ich höre Sie. Ja, es ist hier. Was soll ich machen? Haben Sie Gas jetzt von Gasag? Ja, Nee, von E.ON. das ist einfach so. Ja, Sie zahlen doch Gas an die E.ON, ist das richtig? Ja, natürlich, Ja, dann natürlich. brauchen wir von der E.ON einmal die Vertragskontonummer und Ihre Gaszählernummer. Ich habe nur nicht verstanden, worum es jetzt geht. Sie bekommen einen neuen Tarif und werden weniger zahlen, Herr Lederer. Ach so. Also ja, wenn, dann wissen Sie das doch schon, wie ich Kunde bei euch bin. Nein, wir brauchen einmal Ihre Vertragskontonummer für die Identifizierung, damit wir auch wissen, dass der Roland Lederer am Apparat ist. Und nicht der Hans Ach, Müller oder so. ja, nee, der Hans, der wohnt hier ja schon länger nicht mehr. Ja, alles gut. Einmal die Kundennummer von der E.ON bitte einmal. Ja, das ist. Wie lautet die? Ja, es ist. Vertragskontonummer. Ruhig dich doch mal, Mann, es ist Freitag. Ja, schauen Sie mal einmal in die Unterlagen, kein Problem. Ja, ich hab das doch. Ich muss das hier doch erstmal durchblättern. Bei Krankenkasse bringt hier ja nichts, nicht wahr? Alles gut, einmal schauen. Ja, Holzen knallt am dollsten aber, ne, Herr Lederer? was ist los? Was sagst du? Holzen knallt am dollsten, oder nicht? Das ist einfach so. Das ist einfach so. Du bist ein Mann von Materie, das merke ich gleich. Ja, alles gut, aber Holzen knallt am dollsten. Ja, bist du auch einer? Kommst du rüber nachher? Ja, hol mir jetzt einmal deine Unterlagen von E.ON. Ja, ist doch gut, Mann. Ich kann dir auch hier Postbank vorlesen, wenn du nicht warten kannst. Von der Postbank kannst du mir die vorlesen? Ja, ich lasse mich doch suchen. Es ist Freitagnachmittag, Mann. Ja, alles gut, ich warte einmal kurz. Ich brauche deine Vertragskontonummer von der E.ON. Es beruhigt dich doch. Ich höre. Herbertstraße. Kannst du nicht hören, dass ich. Was ist mit Herbertstraße? Ist das in der. Lebst du in der Herbertstraße oder was? Ja, natürlich, Mann. Reeperbahn. Auf der Reeperbahn! Warte. Oh, gib mir mal den Kollegen, der soll mir das vorsingen. Wenn Ist der der schon. Zuhälter irgendwo in der Nähe, oder? Bitte? Ist da irgendwo Zuhälter in der Nähe, Herr Lederer? Ja, wenn, dann bin ich das. Sind Sie der Zuhälter? Das ist einfach so. Wie viele Bitches hast du denn am Start? Mehr als du zählen kannst. Wie viel? Mehr als du zählen kannst. Das kommt Mehr als drauf. ich zählen kann, ey, Das schaff kommt ich, drauf. schaff ich. Das kommt drauf an, was du dir leisten kannst, Wie Junge. viele Bitches hast du denn jetzt am Start? Also jetzt hier, geht ja erst los. Jetzt Ka sind kannst du mir fünf. nicht eine abgeben? Ja, kommst du rüber, mach ich dir guten Preis. Herbertstraße 103 oder was? Ja, was machst du Aber Roland, denn? erstmal machen wir Ich Gasunterlagen hab für dich fertig. Gasvertrag machen wir für dich zwei fertig. hübsche Italienerinnen sind am Montag hier Er sagt, eine angefahren. hübsche Italienerin mache ich dir fertig. Zwei, die hab ich, da kannst du ja aussuchen. Roland! Es kommt halt drauf an, was für ein Ja, Roland, gib mal Schuhschlauch deine du hast. Kreditkartennummer einmal. Ich hab keine Kreditkarte, Mann. Wieso denn nicht, Mann? Es ist Doch, zu mein Schwein teuer. zeigt dir ernst gewaltig. Es ist zu teuer. Ich hab die Postbank. Bruder. Was hast du? Ja, frag ihn mal, rede mal. Ja, gib mir Rede mal den mit ihm. mal. Der redet die ganze Zeit über mich. Herr Lederer! Was ist da los? Sie müssen sich einmal gerade machen, wir brauchen die Vertragskontonummer von der E.ON. Aber wie redest du mit mir am Telefon?
Sie haben doch Gas, oder nicht, ne? Ja, natürlich habe ich Gas. Du kannst wunderbar, und Sie wollten noch ab März dafür weniger zahlen, oder nicht? Du kannst jede Menge Tränengas kannst du haben. Ah, Tränengas, aller hier, Digga. Hamburger Nacht um 12:30 auf der Reeperbahn, Herbertstraße. Das ist einfach so. Wollt ihr nicht wer sagen, sitzt denn da heute in den Fenstern? Ja, das kommt ja ganz drauf an, was du haben möchtest. Ich möchte große Tieren. Ja, kannst du die Natascha haben? Hä? Die Natascha. Die Natascha? Ja, das ist einfach so. Kommst du kennst du die gut, die Natascha? Ja, das ist Angestelltenverhältnis eben. Angestelltenverhältnis? Ach, du bist nur... Das ist einfach so. Also, sie ist ja bei mir angestellt, Mann. Ah, sie ist bei dir angestellt. Dann bist du ja Ludi. Das ist einfach so. Dann komme ich jetzt bei dir vorbei und du gibst mir einen Kaffee aus. Ja, was willst du? Ich hab Frauen hier, was willst du mit Kaffee? Wie? Ich hab hier Frauen, was willst du mit Kaffee? Wie viele Frauen hast du? Jetzt sind gerade 5 da, aber die Schicht geht ja erst los heute Abend. Bist du der Aufpasser, ne? Ja, ist einfach so. Du bist der Aufpasser, nicht, dass Marco gleich kommt und dir die Ohren lang zieht. Pass auf, wenn Marco gleich kommt, ne? Kennst du Kopfnuss-Kalli? Kopfnuss-Kalli? Der macht dich fertig, Mann. Der macht dich fertig, der ist doch gerade in Santa Fu. Wie, was will der da? Hab ich doch gesehen, der ist doch tätowiert im Gesicht, der sitzt doch neben meinem Kollegen immer am Essenstisch. Nein, der weint immer nachts in der Zelle, der Kopfnuss-Kalli. Kopfnuss-Kalli ist nicht tätowiert im Gesicht. Verwechselst du mit einem anderen, aber das ist ja unwichtig. Kannst du jetzt das Lied weiter singen? Hallo? Ist das große Schweigen bei euch ausgebrochen? Warte, gerade, zeig gerade. Ich bin immer gerade gewesen, mein ganzes Leben lang, Junge. Möchten Sie jetzt weniger zahlen für die Gasheizung oder nicht? Warum siehst du uns jetzt möchten hier? Sie jetzt weniger zahlen oder nicht? Bei guten Herzen. Ja, ist Roland. Bei guten Herzen. Möchten Sie jetzt weniger zahlen für die Gasheizung oder nicht? Ja, natürlich. Ja, natürlich, bei guten Herzen. Dann brauchen Sie einmal bei guten Herzen Ihre Kundennummer bei guten Herzen. Ja, das ist... Ach... Bei guten Herzen schneller. Ja, hey, was zu Respekt hat, mein Junge. Moni Graude! Hab Respekt, ja? Ach, bist du überhaupt noch da? Roland! Ja, 817. 817? Ja, 324. 324, das ist die Kundennummer, ne? 10734. War das die Kundennummer jetzt gerade von Gas? Es ist einfach so. Was seid ihr denn so respektlos zueinander da? Warte mal kurz, noch einmal die Zählernummer brauchen wir einmal. Die Gaszählernummer, Herr Lederer. Ja, das ist einfach so. Warte, das stand auf der anderen. Hier, ja, hier. 463. Hallo? Ja, erzähl mal. Ist das jetzt schon wieder ein Herr Lederer? Ja, es ist ja schon wieder, wie soll ich das erzählen, wenn du andere Leute immer zum Telefon holst? Nee, nee, alles in Ordnung. Also 463? Ja, 874. Okay, das war jetzt Zählernummer? Das ist die Zählernummer. Und wie viel zahlst du momentan jetzt gerade beim Gas? Ich glaube 60 Euro. 60 Euro monatlich? Ja, natürlich, Mann. Fürs Jahr wäre es zu wenig. Das wäre zu wenig, genau. Jetzt brauchen wir einmal deine Bankleitzahl und deine Kontonummer, Herr Lederer. Ja, für die Abbuchungen. Ja, das ist Postbank. Ja, sag mal einmal deine Bankleitzahl. Warte. Das muss ich wieder was anderes haben. Warte. Ja, schau mal einmal kurz auf den Kontoauszug oder auf deine Bankkarte. Ich warte gerne am Telefon, kein Problem. Ja, ich habe das Bankleitzahl. Ja, sag mal die Bankleitzahl erstmal. Beruhig dich, Mann. Hast du keinen Respekt gelernt vor deiner Mutter? Ja, doch, doch. Respekt ist auf jeden Fall da. Ich warte kurz am Telefon, kein Problem. Ja, kannst du warten. Ich habe sogar so ein fancy schnurloses Telefon, ich kann dich mitnehmen. Alles gut, schnurloses Telefon, kein Problem. Wann kommst du nachher rüber, Mann? Sollen soll ich rüberkommen, Herbertstraße 103? Ja, aber sind nicht weit hier von uns. Wann hast du Feierabend? Später, heute Abend. Ja, aber später, weiß ich später. Also, einmal die Bankleitzahl von der Postbank bitte einmal. Sag mal, du hast keinen Respekt gelernt. Gib mir den anderen wieder, der war höflicher. Nee, nee, ich hab Respekt vor Ihnen, Herr Roland Lederer. Alles in Ordnung, Herr Lederer. Du kannst Rocky zu mir sagen. Okay, Rocky, alles in Ordnung. Wir haben Respekt voneinander, kein Problem. Zack, 545. Also einmal, brauch nur einmal deine Bankleitzahl. Ja, gerade schon zweimal angefangen, was mich jedes Mal unterbrochen. Es tut mir leid, dann war wahrscheinlich so ein kleiner Kommunikationsfehler. Ja, alles in Ordnung. Der Kommunikationsfehler liegt bei euch in der Leitung. Alles in Ordnung, Herr Lederer, alles in Ordnung. Also, wie lautet bitte die Bankleitzahl? Ja, 545. Ja. 100. Ja. 67. Ist das Postbank, ne? Okay, dann eine Kontonummer noch einmal bitte. Natürlich ist das die Postbank. Wunderbar. Und dann noch einmal die Kontonummer? Ja, 976. Ja.
365. Ja. Und den Rest sage ich dir, wenn du mir verrätst, was du am liebsten trinkst. Nee, wie bitte? Also nochmal, 976365. Richtig. Da fehlen, glaube ich, noch zwei Ziffern. Nee, drei. Wie sage ich dir, wenn du mir verrätst, was du am liebsten trinkst? Was ich am liebsten trinke, dann verrätst du mir das erst? Ja, du bist ja so unfreundlich, jetzt muss ich dir ein bisschen zappeln lassen. Das ist der geforderte Anschlag. Whisky mit Cola. Was für Whisky? Der gibt ja gut und schlechte Whisky. Red Label. Du bist nicht wählerisch, nicht wahr? Red Label. Das kannst du Englisch sprechen. Ich brauche nur noch zwei Ziffern. Okay, Red Label, wir kommen heute Abend vorbei an die Herbertstraße 103. Herr Lederer, wir brauchen noch einmal die letzten drei Ziffern von deiner Kontonummer. Ja, soll ich dir meinen Haushälter geben? Einmal die Kontonummer bitte noch einmal. Ich kann doch gar nicht mehr gerade stehen, Mann. Ist doch alles in Ordnung, Herr Lederer. Wir brauchen nur noch einmal die drei Ziffern von deiner Kontonummer, die letzten drei Zahlen. Ja, das war 545. Ja, 545, genau, ist richtig. Die EIBAN Nummer 50. Fängt die an, Postbank, nein, ne? Nein. Die Bankleitzahl geht los mit 545. Ja, und dann die 10067. Jetzt brauche ich nur noch einmal deine Kontonummer. Ja, was fragst du denn, wenn du das schon weißt, Mann? Ja, Herr Lederer, ich habe auch nicht nach deiner Bankleitzahl gefragt, ich habe nach deiner Kontonummer gefragt. Ja, du sollst zwei Mischen trinken können, wenn du mich hier aufhältst. Jo. Herr Lederer? Was denn? Alles in Ordnung. Also Bankleitzahl hatten wir ja schon mal. Wir brauchen nur noch einmal die Kontonummer. Wie lautet die Kontonummer? Ja, ich habe auch gerade schon vorgelesen. Also 976365 und dann? Ja, Mann, du hast, ich habe die hier auch gegeben. Ja, also 365, was kommt dann? Das ist nur doch schon zwei. Guck mal, wenn du vorliest, dann schreib es auf, dann hast du sie. Also ich wiederhole, damit wir das nochmal richtig hier eintragen, Herr Lederer. 976 365 Hallo. Ja. Hast gerade alles rausgelassen, ne, Roland? Ja, Rocky? Mann. Ja, Mann. Geht's jetzt besser, Rocky? Nicht wirklich. Ich brauche erstmal einen Schluck Wasser. Warte mal kurz. Alles gut. Warte mal kurz, Peter. Warte mal kurz. Er sagt. Gib mir das Wasser, Junge. Gib mir das her. Alles gut, Herr Lee. Alles gut, Rocky. Ja, ist alles gut. Warte mal kurz. Alles gut. Hallo, wer ist da? Hallo. Ja. Was geht? Rocky muss kurz zur Toilette. Ja, wir brauchen einmal Bankleitzahl, Kontonummer. Paruski sucha. Добрый день, по-русски, сука. Халло. Ты из ганит мэр на телефон, блядь. Канал, вот дэн швуля фронт хинис, дэ шприх нит мэр, я хэт афгелег, блядь. Scheiße, man, das machst du selber weg, das sag ich dir, блядь. Du ganze Boden voll, сука, werde fast reingelaufen, man. Hier, nimm dein Scheiß. Hallo, warte mal kurz, mein Kollege will dir mal kurz was sagen. Ganz einen Moment, mein Kollege will dir mal kurz was sagen, okay? Ah, dann bist du ja doch noch da, blöd. Ja, yeah, genau, Goldgas GmbH. Wir machen den Gastarif bei dir neu, okay? Bei Roland oder bei mir? Bei Roland, Rocky. Ja, der ist doch, ja, gib her, blöd, gib her. Alles gut. Ein Moment, okay? Da, ich hab nicht ganze Tagzeit, blöd. Ja, yeah, Moment, blöd, Sucker. Иди нахуй, блядь! Иди нахуй, сука, нас спасу нахуй, блядь! А по-русски, сука! Ёбани в рот, иди нахуй! Дай хриве, ты на мутер, блядь! Алло? Халло! Алло? Халло, was geht ab bei euch? Алло? Ja, халло, jetzt hast du schon fünfmal халло gesagt! Алло? Халло! Mal gucken, wer das Spiel länger kann! Халло! Халло! Ich glaube, ich gewinne. Du bist nicht mal in Lage zu sprechen. Hallo. Blöd, Rocky, was hast du für bekloppte da? Hallo. Hallo, jetzt hat er Headset wieder ausgestellt. Ganz schlau. Ich gebe dir den wieder. Das ist mir zu dumm. Rocky, da hast du. Hallo. Ich rede mit meinem Kumpel, Mann. Hallo.
Hallo? Ja, wie hast du mit meinem Kumpel gesprochen? Ey, hör mal zu, wenn du mich aufnimmst, du weißt selber, dass das sowieso nicht rechtens, hörst du von mir, ne? Wer bist du? Ja, nur, dass du Bescheid weißt. Wer bist du denn? Bis dann, ciao. Ey, hab ich erwischt, Leute. Versuche, Geschäfte mit einem offensichtlich schwer Betrunkenen zu machen und sich dann aufregen, dass man darüber aufklären möchte. Ich würde sagen, das ist das schlechte Gewissen. Richtig, mit der Faust, mit der Gummifaust, und dann geht er los. Ich diplomatische Immunität.